Den Punkt verpasst, um auszusteigen. Wir sind jetzt wieder in England. So, ihr Lieben, ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir sind heute von, also nachdem wir eine super Nacht eigentlich hatten, es war recht ruhig, war nur ein bisschen hell am Hafen, von Eimaus. Eimaus, genau, also Augenhund. Ja, war eigentlich also sehr ruhig. Die Fischer haben uns in Ruhe gelassen. Wir haben nichts gehört eigentlich, außer dass heute Morgen irgendwann eine Möwe auf dem Dach gelandet ist mit einem tierischen Spektakel, also heute auf unserer Haube, das war ein bisschen laut. Fand ich so schön. Ja, die waren mit Sicherheit 20 Kilo schwer, so wie das klang. Ja, wahrscheinlich hat die Fische da oben liegen, den sie vorher fressen wollte. Ja, werden wir merken. Nee, nicht noch, wir sind jetzt mittlerweile 150 Kilometer weiter, ungefähr 160. Und wir sind jetzt in? Saltbury. Nein, Saltburn Bank. Ja, oder so. jetzt weiß ich mal was besser. Juhu. Der ist ein großer Parkplatz. Da zahlt man dann 4 Pfund am Tag. Oder wir haben jetzt erstmal für 2 Stunden 1,50 Pfund bezahlt. Müssen wir da nochmal nachlegen, je nachdem wie viel wir brauchen. Ab 18 Uhr sind wir freistehen. Bis morgen um 8. Und ja, solange können wir das jetzt hier genießen. Es steht nirgendwo, dass wir hier nicht parken dürfen. Ich habe das vom Park for Night gefunden. Wunderschön. Wir drehen mal eben, dann seht ihr ungefähr, wo wir hier sind. Ich nehme dich mal über zum Bild, Schatzi. Ja. So. Und die andere Seite. Hier ist das Meer. Und das ist der Ort. Also, sehr idyllisch gelegen hier. Es wird mit Sicherheit noch ein restlich schöner Tag und wahrscheinlich die Nacht auch ruhig. Den Rest erzählen wir euch dann morgen. Ja, auf jeden Fall haben wir schon entdeckt, ich glaube 200 Meter und dann können wir wieder Fish and Chips essen. Na, hinter unserem Auto ist jetzt keine 100 Meter bis zur Fischbude. Also das ist, kann man hinstolpern. Ich bin übrigens da schon gestolpert gerade. Also Fisch essen ist heute wieder angesagt und ihr werdet sehen. Wir nehmen euch mit. Später. Jetzt haben wir den richtigen Ort gefunden für Uli. Sie darf mal auf mich hinabschauen, genau. Und ich zu ihr herauf, was ich gar nicht ständig tue. Aber die schummelt. Okay, ich bin nicht gewachsen. Also ich würde mich auch ziemlich wie ein Zwerg fühlen, wenn ich diese Größe nur hätte.
So, wie wir euch bereits angedroht haben, ist jetzt Jänner fällig hier. Spatzel, guten Appetit, lass dir schmecken. Ja, auch so. Es wird schmecken. Morgen, ihr Lieben. Ja, wir haben jetzt hier fertig auf dem Salt Burn Bank Parkplatz hier. Also heute Nacht war es sehr ruhig. Hier war eigentlich gar nichts los. Hier stand auch kein Auto und nichts. Also wir haben hier wirklich eine super ruhige Nacht gehabt. Mhm. Alles, was man gehört hat, war von weitem das Meeresrauschen und so zwei U's, die ich immer gesagt zugerufen habe. War ganz nett. Hast du den Pick gekriegt? Ne? Die schläft ja den Schlaf der Weisen. Ja, deswegen, ne? Alles klar. Ja, ansonsten, wir setzen jetzt weiter. Es ist jetzt im Prinzip Endspurt. Fahren jetzt weiter nach Beverly. Wie immer das da ist, aber wir brauchen einen Campingplatz. Und das ist der einzige Campingplatz, der da ist in der Gegend. Und das ist nochmal 12 Kilometer von Hull. Und morgen geht es dann ab auf die Fähre. Ja. Dann noch einen schönen Tag im Tesco in Hull. Morgen. Morgen einkaufen, genau. Ja, aber der Platz war hier nicht schlecht. Wir haben schön Spaziergänge gemacht hier. Einmal so quer ins Grüne und einmal ans Meer. Und war ganz nett. Essen gab es, Toiletten waren gut. Also alles prima. Ja. So. Ja, und wenn ihr möchtet, folgt uns. Wir fahren weiter. Bis später. Später. So, ihr Lieben, wir sind jetzt an unserem Ziel angekommen für heute. Und zwar ist das eine Farm an der Victoria Road in Beverly. Ist also total schön gelegen. Also so wie ihr das jetzt hier hinten seht, so sieht das hier im Prinzip auf dem ganzen Platz aus. Da sind höchstens zwei Camper noch dazu, dabei. Ja. Also Riesenplatz, recht geschmeidig. WC ist dabei. Auch wieder sehr nette Leute hier, die uns auch ganz lieb wieder empfangen haben, begrüßt haben. Ja. So. Drinking Water und Chemiekloentsorgung. Die Duschen müssen wir allerdings noch suchen. So. Aber sollen welche da sein, laut Beschreibung? Bei
Park von Hai. Und sonst haben wir Plan B. Da haben wir eine mobile Dusche. Genau, und die werde ich dann mal ausprobieren. Das können wir mal testen. Der einzige Nachteil ist Victoria Road. Das ist eine Hauptstraße, die führt die direkt nebenher. Das ist ein bisschen nervig, aber ich denke, für die Nacht tut das keinen Abbruch, weil da wird nicht viel los sein hier. Wir sind durch eine herrliche Landschaft gefahren, von, wie ist das nochmal da, wo wir da waren? Saltburn Bank, genau. Und wir sind dann wirklich eine herrliche Strecke gefahren. Man staunt ja, ich habe immer gedacht, England wäre flach, aber England ist ziemlich hügelig. Wir sind teilweise ja, bis 25% steil unterwegs. Das habe ich in Deutschland nie erlebt. 25%. Ja. Und zwischendurch waren dann Hügel, die waren 20%, wo dann auch so Knicke drin waren. Also Respekt vor meiner Assistin, die hat das unheimlich gut gemeistert. Diese tolle Fahrerin. Ich habe mich ja schon seit dem, wie hieß der komische Turm noch? Wallace-Turm. Nee, Wallace-Monument. Seitdem bin ich ja nicht mehr im Steuer gewesen. Du machst das zwar super. Nee, ich dann über die Füße hoch und von mir aus. Ich möchte meinem Mann doch auch einen entspannten Urlaub bieten. Ja, das hat ganz gut geklappt. Ich bin ja gesundheitlich eingeschränkt, habe ich ja schon mal erwähnt. Und da bin ich sehr wetterabhängig, sehr wetterfühlig. Und trotz der kühlen Witterung bin ich hier super durch den Urlaub gekommen. Das waren jetzt ehrliche 3 Wochen mit kleinen Blessuren, die ich dann so mal. Aber ging. Ne? Ja, eigentlich ja. Genau. So, morgen geht es noch 12 Kilometer bis zur Fähre und ich würde sagen, dann nehmen wir euch dann auch mit. Das wird jetzt mal ein längeres Stück, da haben wir dann mal mehrere Posten drin. Und so, das war's, ich denke mal, für heute, wenn nichts Spannendes mehr passiert. Aber wir nehmen euch weiter mit, wenn ihr Lust habt. Jo, bis später. Bis später. Guten Morgen, ihr Lieben. Moin. Also wir hatten jetzt wieder mal eine sehr ruhige Nacht. Erstaunlicherweise ist an dieser Schnellstraße überhaupt nichts los gewesen. Also zumindest haben wir nichts gehört. Sowieso nicht. Die sowieso nicht. eigentlich, also der Platz war wirklich gut gewählt. Wir haben gestern Abend noch schön Wein getrunken. Es war total idyllisch hier. Also hat sich gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Man steht hier total ruhig. Das Einzige, was man nur sagen muss, etwa Duschen hiermit angekündigt, ja, eigentlich. Ja, angegeben bei Park von Halt. Aber Duschen gibt es nicht. Da hatten wir halt eine Alternative gewählt. Wir sind ja Camper. Wir haben unsere Dusche. Ja, ich sag mal, aufheizen lassen, so eine tragbare Dusche. Das ist eine Campingdusche. Die kann man dann mit Luft füllen auch und aus so einem Tank. Können wir mal irgendwann präsentieren, sagen wir mal. Ja, aber nicht in Aktion, ne? Da stelle ich mich dann hin. Aber ja, in Badehose zeigen. War, also der Wasser ist auch schön warm geworden. Da kann man gar nicht meckern. Es war trotzdem, weil es ein bisschen windig war, es war schon erfrischend, sagen wir mal so. Und das Dumme war natürlich, dass neben uns welche standen und vor uns. Und da musste man natürlich gucken, nicht, dass sie dann gerade um die Ecke kommen, wenn wir hier vor unserem Wagen stehen. Frau, nicht Mann. Sie waren da nicht. Aber hat alles funktioniert. War natürlich dann nicht so entspannt, aber hat funktioniert. Wir wollten das ja mal ausprobieren und geht. Jo. Ja, und heute ist für uns Abschlusstag. Wir fahren jetzt gleich noch zur Fähre. Der Urlaub ist eigentlich vorbei. Wir werden dann heute Abend auch den Film beenden. Und mit dem, also wenn wir auf der Fähre sind, werden wir noch ein Abschlussresümee machen. Was jetzt genau, wie der Urlaub verlaufen ist, da werdet ihr eigentlich einiges noch erfahren. Und dann gehen wir auf das Ende dieser kleinen Serie zu. Ja. Aber im September geht es sowieso schon wieder weiter. Da wissen wir noch nicht wohin. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen. Tragt doch mal unten in die Kommentare ein, was ihr uns empfehlt, wo wir mit unserem Camper hinfahren können. Jetzt mal, ich sag mal, vom Münsterland aus abgesehen, ungefähr so 1500 Kilometer maximal an Strecke. Na, sehr schön. Ja, wir haben auch schon so Ideen, aber wir wissen auch noch nicht so ganz.
Ja, also bei uns spielt im Moment Korsika so rum und eventuell eine Balkantour. Oder Toskana. Toskana, genau sowas. Könnt uns ja mal Tipps und Anregungen geben. Wir sind da gerne für zu haben. Ab Mitte September geht's los, für 2 Wochen dann allerdings nur. Und zwischendurch werden wir euch noch mit einigen kleinen Filmchen von anderen Geschichten belästigen. Oder beglücken, je nachdem, wie ihr das seht. Ja, das war's erstmal von hier. Wir sprechen uns spätestens an der Fähre weiter. Also bis später. Bis später. Tschüss. Direkt nach Hull weiterfahren, aber wir haben einen Zwischenstopp gemacht in Beverly und stehen jetzt vor dem Beverly Minster. Und guckt euch das mal an, was das für eine Glockendisco ist. 2 fette Türme, also da sind so manche Dome oder wie sie heißen. Naja, sind nicht ganz viel größer, also das hat schon was. Und auf jeden Fall ist die Stadt, die ist eigentlich recht schön. Ja. Zwar auch groß, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber trotzdem irgendwie schön. Viele alte Gebäude, ein Torbogen, um in die Stadt reinzukommen. Also es ist wirklich noch mittelalterlich fast gehalten. Sehr schön. Also und typisch britisch. Ja. Jetzt gehen wir langsam, schlendern wir wieder zurück. Wir haben auch hier einen Supermarkt gesehen, den wir nutzen werden. Genau, ein kleiner Supermarkt, das reicht uns. Weil wir hatten ursprünglich vorgehabt, in Deutschland erst noch 2 Tage, eigentlich bis Pfingstmontag, wollten wir eigentlich noch irgendwo frei stehen, weil unser Zuhause im Moment ein wenig blockiert ist durch irgendwelche Feierlichkeiten, weil es da parkplatzmäßig ein bisschen knapp wird. Aber wir haben uns entschieden, egal, wir fahren trotzdem hin. Wir haben einen Strategieplan, wie wir parken können, dann passt das. Genau. Mein Kleiner macht die Lücke frei, der Große kommt da rein, der Kleine wird irgendwo versteckt. Mal gucken, kriegen wir ihn. Genau. Also, jetzt noch ein Stückchen durch den Ort und dann geht's zur Fähre. Dann sprechen wir uns wieder. Jo, bis wieder. Gleich. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Nothing's gonna save us from our doubts. Nothing's gonna make us spell it out.
dieses schicke Teil ist St. Mary's Church. Auch ein bisschen größer als die Kapelle, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber sehr schön. Oben mit der Fahne drauf, der britischen. Hat was, wie findest du das? Das sieht schön schön aus, ja. Hat was, ja. Und jetzt Englisch, geht's britisch halt. Britisch. Jetzt gehen wir zum Auto zurück und weiter geht's. Bis später. Won't you sing out your frustration? Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Uli und die Kreisverkehre, die werden nie Freunde. Wir haben ständig die dritte Ausfahrt im Kreisverkehr. Und das ist schon ein bisschen tricky. Aber wir werden hier keine Freunde mehr von der Fähre. Ne? Ja. Unserer Kabine. Wir werden auch wieder Plan B machen. Matratze nach unten. Genau. Und dann schauen wir mal, wie die Nacht wird. Wahrscheinlich wahrscheinlich torkelig. Ja, schauen wir mal. Sturmtief Ivan liegt auf der Nordsee. Wir freuen uns. So, und jetzt hole ich das Bett da runter. Das gibt wieder tierischen Radau, aber das kriegen wir auch hin. So, warte doch. Dann haben wir das doch hier liegen, das ist doch Blödsinn. Okay. Uli sagt, er später machen. Alles klar, bis später. Ja, wie eben schon erwähnt, wir sind auf dem Zimmer. Also für mich war das mal wieder etwas stressiger, die Fahrt. Weil das macht mich immer kirre, so Kreisverkehre, wenn man nicht genau weiß, wo raus und. Mal muss man, wenn man die dritte Ausfahrt nimmt, ne, auf der rechten Spur, dann wiederum da bei dem einen, da war das dann auf der linken und also das System habe ich... Dritte Ausfahrt ist immer die rechte Spur und die linke ist zum Rausfahren fürs nächste. Nämlich immer. Nein. Immer. Naja, hat es ja gut gemeistert, aber sie hat mich genervt. Ja, und dann war das natürlich wieder... Wir sind jetzt hier auf dem Schiff oder aufs Schiff gefahren und da musste ich natürlich wieder rückwärts irgendwo in so eine Lücke rein. Also wieso wieder? Auf dem Hinweg habe ich das gemacht. Also das war das erste Mal. Übertreib schon wieder. Naja, schlussendlich wollte ich mal ganz kurz eben sagen, nicht schlussendlich, sondern mal kleiner Einwurf. Der Weg zur Fähre hin ist gar nicht so schwer. Man muss nur diesen großen Schilder mit diesem großen, mit der großen Fähre, der Fähre, da ist so ein LKW und Auto da drauf. Den braucht man bloß folgen. Dann ist man immer schön auf der Spur. Man braucht gar nicht auf eine Karte gucken oder sonst irgendwas. Wenn man natürlich sich auf andere Sachen mehr konzentriert, weil die Fahrer plötzlich so unterschiedliche Markierungen hat. Aber was macht die Markierung jetzt für das und was macht? Dann wird man abgelenkt. So, jetzt bist du dran. Ich wollte es nochmal ins Detail bringen. Aber es ist trotzdem gut gefahren. Schuld. Bitte? Dein Navi ist schuld. Das Navi ist schuld, genau. So.
Dami hat aber auch nur gesagt, was soll. Okay. Letztendlich habe ich aber gepackt. So, und jetzt habe ich. Muss ich Hunger und ich esse genau. Genau, das wollte ich auch sagen. Genau. Damit ist unsere Reise jetzt hier erstmal zu Ende. Es kommt danach nochmal ein Film, da machen wir so ein Resümee, wo wir dann erzählen, wie, was ist jetzt in England passiert und was war Schottland, also England und Schottland, was hat am besten gemacht, am schlechtesten, und das werdet ihr alles erfahren. Das kommt dann im nächsten Film erst. Nur ich sag mal, von hier ist es jetzt erstmal Schluss. Den Tick beenden wir. Ne? Ja. Und damit sage ich natürlich wieder mal Tschüss in die Ferne. Mach's gut. Time to sort out all the fights, yeah. Sort out all the lies. Oh, baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Covered, was gonna patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts.